you <laughs> Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Der Vierer. Ja, in dem Vierer geht es um das Pärchen Sophie und Paul. Die beiden, ja, in deren Beziehung läuft es nicht mehr so gut. Sie haben sich da etwas Interessantes einfallen lassen und zwar wollten sie einen Vierer und zwar mit Dennis und Mia. Sophie wird gespielt von Julian Koschitz und Paul wird gespielt von Florian David Fitz. Mia wird gespielt von Lucia Barado und Dennis wird gespielt von Dima Dya Ilan. Natürlich läuft das alles so ein bisschen an dem Tag alles ein bisschen hektisch ab. Sophie und Paul haben natürlich ein tolles, ja, sagen wir mal, Snackbuffet aufgebaut und ähm, ja, freuen sich aber, sind doch auch schon so ein bisschen voller Zweifel, ob das eine gute Idee ist, dies, das und so und hast nicht gesehen und so. Und ja, ähm, eigentlich sollte ja Mia Dennis in der Bar treffen, aber Dennis hat darauf irgendwie auf einmal doch keine Lust und schickt dann Lukas vor. Ja, und Mia ähm, ist dann schon in der Bar und sollte dann... Dennis treffen, aber Dennis ist irgendwie nicht da und lässt Lukas den Vortritt, was natürlich dann zur Folge hat, dass die Konstellation sich dann auch wieder ändert und was dann Sophie ja irgendwie auch nicht so wirklich dann passen sollte im Nachhinein. Ja, und als dann Mia und Lukas dann zu Paul und Sophie kommen, ja wird das ganze Chaos dann noch chaotischer, denn auch Sophie und Paul, ja, da es ja in deren Beziehung ja auch nicht so läuft, das ist das alles auch so ein bisschen chaotisch. Und dementsprechend, ja, ist das alles ein Riesen-Durcheinander. Ja, so kann man es so ein bisschen, äh, ja, äh, zusammenfassen. Also der Film hat schon so seine extrem lustigen Momente. Obwohl der Film eigentlich schon so gar nicht teilweise so lustig sein sollte, aber es ist einfach unfreiwillig teilweise so komisch, dass man wirklich denkt: Okay, ist das jetzt gewollt oder ist das jetzt einfach so die Situation, wie man es auffasst? Denn äh, ja, Florian, äh, Florian David Fitz ist wirklich ein interessanter Schauspieler und in dieser Rolle auch wirklich sehr interessant gewählt. Der kann ja wirklich sowas, <laughs> was ja, so eine Mischung zwischen. Ja, ein bisschen, ja, dümmlich, ein bisschen, ähm, ja, das passt doch schon irgendwie und so und das geht doch schon irgendwie und, ähm, ja, das kann das schon sehr gut darstellen. Und Sophie, die ja auch dann so ein bisschen, ähm, ja, zwar die, die Karrierefrau ist und ähm, schon so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen, ja, zickig teilweise ist, ja, das passt auch schon hundertprozentig und während Mia wirklich so, so vom Charakter her so draufgängerisch ist, so, ja, ich lebe nicht für morgen, ich lebe erstmal für heute, es ist wirklich dann, diese Konstellation, das macht den Film sowas von interessant, ähm, das ist richtig, das ist richtig geil, also das ist jetzt keine, 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 ja, ich sag jetzt mal, keine, keine Schnulze oder so, sondern das ist wirklich mehr so eine Komödie einfach, wo man so ein bisschen dieses, dieses ja, diesen Vierer einfach da in diesen Mittelpunkt erstellt und die Charaktere da halt, ähm, ja, mit da reinpackt und es ist einfach, einfach super lustig, ey. es ist so lustig, und es ist einfach ein, auch ein einfacher Film in dem Sinne von man weiß die ganze Zeit worum es geht, man weiß die ganze Zeit äh, was Phase ist, obwohl sich dann zwischendurch dann so ein paar Dinge ändern. aber es ist jetzt kein kein wilder äh, wilder äh, Film, wo jetzt gesagt wird, jetzt ändert sich auf einmal komplett alles. nein, es bleibt einfach eine Komödie, wo es halt, darum geht, dass ich zwei Paare beziehungsweise ein Paar und ja, Mia ist ja Single und links ähm, der ähm, ähm, Lukas ja auch und ähm, dementsprechend ist das schon eine ganz interessante Konstellation und jeder steht in seinem Lebensabschnitt irgendwo komplett anders und ähm, jeder ist auch irgendwie, steht auch auf einem komplett anderen Standpunkt irgendwie und ähm ja, es ist einfach reiner Chaos. Es ist einfach super lustig, wie sich das alles da zusammen ähm, konstelliert. Denn eigentlich wollen ähm, Sophie und ähm, Paul ja eigentlich dadurch ein bisschen neuen Schwung reinbringen. Und ähm, ja, ein paar Dinge sind dann doch so ein bisschen anders, als sie doch am Anfang scheinen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde, Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts-Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa! Und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, Der Vierer. Eine interessante deutsche Komödie, die zu 100% in einen absoluten Chaos endet und äh, einfach super lustige Charaktere, super interessante Schauspieler, die die Rollen auch super umsetzen. Ein einfacher Film, über den man einfach lachen muss, weil einfach so viele interessante, lustige Dinge dort passieren. Es macht wirklich Riesenspaß. Ich gebe den Film einfach mal so, ja, vier Totenköpfe. Es macht Riesenspaß, aber ja, so das kleine bisschen, weiß ich nicht, hätte man da noch rausholen können. Aber alles in allem ist der Film wirklich sehr gelungen. Ja. Das war meine Filmbewertung zu dem Film Der Vierer. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link mit einer Linkliste mit interessanten Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.